Wie sieht's aus? Habt ihr Bock auf die nächste Comedienne? Seid ihr noch da? Wundervoll, wundervoll, wundervoll. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, sie auf die Bühne zu bringen. Die ist eine sehr gute Freundin von Thomas und mir, eine sehr, sehr witzige Frau. Bitte einen großen Applaus für Lena Bermann. Give it up! Comedy Now. Ja, schön wieder hier zu sein im BKA Theater. Das letzte Mal schon ein bisschen länger her tatsächlich. Schön hier in Kreuzberg. Ich war eben hier unten beim Späti. Und da waren so zwei Typen und der eine meinte so zum anderen, ey, ich schwöre auf Koran, lass mal diese Wodka nehmen. Fand ich witzig. Ja, ich komme aus Friedrichshain, da habe ich auch so meinen Lieblings-Späti. Ich habe auch so meinen Personal-Späti-Verkäufer. Andere haben so ihren Personal-Trainer, ich habe so meinen Personal-Späti-Verkäufer, das ist Bülent. Und Bülent überrascht mich irgendwie immer wieder. Ich war so neulich mit so Freunden auf dem Weg zum Feiern, wir haben uns ein Taxi genommen. Und nach 5 Minuten Fahrt gucke ich so zum Fahrer rüber und sehe so, das ist Bülent. Das ist ja nicht mal ein Multibusiness. Würde mich nicht wundern, wenn Bülent demnächst als Türsteher in meinem Club anfängt. Oder wenn ich zum Frauenarzt gehe, steht da Bülent, sagt so, ja, ich habe jetzt so eine zweiwöchige Fortbildung gemacht und jetzt bitte unten oben freimachen. Okay, Bülent. Ich meine, so immerhin macht er was. Ich bin hingegen ausgebildete Schauspielerin. Das ist eigentlich ein Synonym für ich bin arbeitslos. Ich hab mich neulich bei Berlin Tag und Nacht beworben, aber die wollten mich nicht, weil ich dem Anforderungsprofil nicht entspräche. Ja, seitdem versuche ich irgendwie mein Abitur loszuwerden. Ich versuche alles. Ich war auch neulich beim Jobcenter und die wollen ja auch immer ungefähr alles von einem wissen und dann verwerten sie diese Informationen und schicken einem halt so ein Jobangebot zu. Und ich habe ungelogen eine Woche später einen Brief bekommen mit einem Stellenangebot als Bardame im Artemis. Das ist ein Puff. Dachte ich mir so, ja, danke. Also den Job hätte ich mir auch gerade noch so selbst besorgen können. Meine Mutter arbeitet da. Als Krankenschwester, ja? Also das hat sie mir zumindest so erzählt und ich habe ihr das auch geglaubt, weil sie zieht sich auch immer so ein Krankenschwesterkostüm an. Aber das war auch nicht das einzige Jobangebot, das ist ein Puff, was ich vom Jobcenter bekommen habe. Ein paar Tage später kam wieder was als Fachkraft im Sicherheitsdienst. Da habe ich mich schon gefragt, okay, nach welchen Kriterien gehen die da? Aber ja, okay, ich bin jetzt Chef bei Kötter Security. Muss ich ja heutzutage als Frau zu verteidigen wissen. Kennt irgendjemand von euch zufällig Pickup Artist? Schon mal gehört? Ja? Für die, die es nicht wissen, Pickup Artist, das sind so Typen, die haben irgendwie früher selber keine Frauen abbekommen, haben sich dann irgendwann ganz normale soziale Kompetenzen angeeignet und geben die jetzt weiter an andere Männer. Kann man dann so einen Workshop buchen für irgendwie 300 Euro und dann gehen zusammen mit dir in die Stadt und coachen dich und machen dann so einen Street Hustle, wo sie so viele Nummern wie möglich klären. Dabei geht es natürlich auch nicht wirklich um die Frau. Und deswegen habe ich mir jetzt auch ein Konzept ausgedacht. Und zwar bilde ich jetzt Frauen aus zu Fuck-Off-Artists, die gehen dann auch so in Zivil in die Stadt und entlarven Pickup-Artists. Und deren Hauptziel ist nur so, dass die Pickup-Artists das Interesse verlieren. Einen ultimativen Tipp habe ich an alle Frauen. Und zwar, wenn ihr den Mann so ganz nah an euch ranzieht, zu seinem Ohr geht und sagt, ich habe übrigens auch einen Schwanz. Das funktioniert immer, außer im Berghain. Ich hab's ausprobiert. Aber ich will noch nicht zu viel spoilern von meinem Programm, weil ihr könnt's kaufen. Es kostet 350 Euro und es heißt How to Stay Single. Ich bin natürlich selbst auch Single, ich muss ja so mit positivem Beispiel vorangehen. Ich habe schon manchmal Dates, aber irgendwie laufen die immer anders, als ich mir das vorstelle. Zum Beispiel war letztens so ein Typ bei mir zu Hause. Und der hat sich einfach mal so wohl gefühlt, dass er bei offener Tür geschissen hat. Wirklich jetzt. Meinte dann danach, es war spontan. Dachte ich mir auch, so gut. Soll ich mich jetzt noch dafür bedanken, dass dir der Köttel nicht schon auf dem Weg zum Klo aus dem Arsch geplumpst ist, oder was? Deswegen habe ich jetzt einfach gar keine Dates mehr. Ich fahre jetzt immer Bahn, um Leute kennenzulernen. Immer freitags 20 bis 22 Uhr 8. Kann ich nur weiterempfehlen. Letzten Freitag war ich auch da und es war auch so richtig schön voll, ich habe mich wohl gefühlt. Und dann fällt mir so ein, ah fuck, ich habe vergessen mir ein Ticket zu kaufen. Und dann kommt ein Kontrolleur und meint so, kann ich Ihren Fahrausweis sehen? Und ich so, ich weiß nicht.
Können Sie? Wir leben in einer Welt, in der Traum und Wirklichkeit nah beieinander liegen. In der uns Tatsachen wie Fantasiegebilde erscheinen, die wir uns nicht erklären können. Können Sie Wahrheit und Lüge unterscheiden? X-Faktor. Das Unfassbare. Als Letzte habe ich natürlich nicht gesagt. Und dann wollte er meinen Namen wissen, habe ich ihm noch gesagt. Jonathan Frakes. Und das hat dann auch funktioniert. Hat irgendjemand von euch zufällig letztens diesen Zeitungsbericht in der BZ gelesen, in dem stand, dass an Berliner Schulen neuerdings Ecstasy verkauft wird? Ja, wirklich jetzt. Neuerdings. Aber an Elfjährige. Ich dachte mir so, okay, dass an Berliner Schulen Drogen genommen werden, ist irgendwie klar. Aber wie krass muss man sein, sich auf den Schulhof zu stellen und Ecstasy an Elfjährige zu verkaufen? Das ist eine Marktlücke. Wirklich jetzt. Es gäbe einfach kein Mobbing mehr. Alle wären so voll verklatscht in ihren Klassenzimmer. Jeder würde zu seinem Sitznachbar kraulen. Boah, deine Haut ist voll weich. Vor allem, ich glaube, es hätte auch aufs Lernen einen positiven Effekt, weil Ecstasy ist ja auch bewusstseinserweiternd. Aber was ich mich frage ist, in dem Bericht stand, dass der Dealer sich als Polizist verkleidet hat. Dachte ich mir, was ist das denn für eine blöde Idee? Sich als Polizist zu verkleiden, um Drogen zu verkaufen. Wie ist das denn abgelaufen? Stand er da so in seiner Polizeiuniform und sagt so, verhaftet, Spaß. Ich bin einer von euch. Braucht ihr irgendwas? Oder so, hä? Da würden bei mir direkt alle Alarmglocken angehen. Also ich glaube, es gibt so einen Moment im Leben, in dem so ein Straßen-Jamal vom Kotti vertrauenswürdiger ist als ein Polizist. Und das beim Drogenkauf. Und mit der Weisheit verlasse ich euch jetzt. Das war's von mir. Dankeschön.